Hallo Tobi, es freut mich, dich heute hier zu sehen. Wir treffen uns an diesem wunderschönen Sonntag, um ein kleines Interview mit dir zu machen. Anlass ist natürlich das zweijährige Jubiläum deiner Sportschule. Wir sind einfach hier oben. Ich würde einfach sagen, du ziehst ein paar Fragen, wir reden ein bisschen ganz darüber. Alles klar? Mach sie doch selber nicht so schwer! Welche Idee bzw. welches Konzept verfolgst du beim Betreiben deiner Sportschule? Ich wollte halt keine so eine Kampfsportschule aufmachen, wo man halt hinkommt und da sind die großen, kräftigen, Tätowierten und man kommt da so als Otto-Normalverbraucher hin, wird erstmal abgeschreckt und kommt vielleicht doch auf die Matte und dann gibt es ordentlich vom Helm. Und da hatte ich keine Lust drauf. Ich wollte das eigentlich alles wirklich so breitensporttauglich machen, diesen harten Sport. Ich bin echt froh, dass ich hier bin. Es macht mir absoluten Spaß, meinen Kindern auch. Toi, 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 mach weiter so und bleib so, wie du bist. Danke. Tobi, du hattest nichts außer ein paar Euro und Talent. Doch trotzdem hattest du einen Traum und damit hast du das alles hier aufgebaut. Vielen Dank, dass du mich und die ganzen Jungs hier an deiner Erfahrung und an deinem Wissen teilhaben lässt. Bleib uns noch viele Jahre erhalten. Dein Fernando. Ich finde, du machst da einen super Job. Am Anfang hattest du ja Schiss, ob das wirklich klappt. Aber siehst ja, was du geschaffen hast. Also mach weiter so, sportfrei. Wie siehst du dich persönlich in 10 Jahren? In 10 Jahren ist meine Nachwuchsabteilung so 18, 19 Jahre alt, ne? Und als ich im Dezember in Thailand gewesen bin bei Fairtex, läuft das so ab, der hat seine ganzen Kämpfer, ne, dieser Herr Fairtex, und dann wird ihm immer ein Stuhl hingestellt, so an den Ring, so 16 Uhr haben die Training und kurz vor 16 Uhr stellen die diesen Stuhl hin und dann sitzt er auf dem Stuhl und guckt seinen Kämpfer mit beim Training mit zu und er macht nur zwei Dinge. Also er sagt nur gut oder schlecht. Ja. Ne? Und das wäre natürlich ein Traum, ne, wenn in 10 Jahren die Schule so groß ist, dass sein eigener Nachwuchs so stabil ist, dass ich dann bloß noch auf dem Stuhl sitze. Also mir gefällt es gut. Ich bin schon lange hier. Und Tobi und Patrick mag ich auch gut. Und was wir hier alles machen, das ist eigentlich auch gut. Und die anderen hier sind eigentlich auch gut. Und wenn wir hier Spiele spielen, das ist auch toll. Am Anfang war ich ein völliger Körperklaus, bisschen dick und mittlerweile bin ich relativ sportlich. Und ja, wie gesagt, alles Gute an die Sportschule und Porsche sportfrei. Die Leute sind alle ganz nett und wir kommen auch sehr gerne hierher und wir wünschen den beiden noch viel Glück für die nächsten Jahre. Ja, und irgendwann boxe ich den Tobi um. Was denkst du denn, was dich als Trainer ausmacht? Also ich denke, dass mich als Trainer ausmacht, dass ich ein sehr, sehr humorvoller Typ bin. Ich denke schon, dass das, was ich hier tue, dass ich auch weiß, wovon ich spreche. Und ja, ich denke so die Mischung, ich kann auch streng sein, ne? Ich kann auch mal laut sein, aber ich denke, mein Unterricht ist schon so sehr humorvoll teilweise angelegt und deswegen du auch bei mir. Ich glaube auch. Hast du dich verliebt in mich? Sag mal bitte. Hast du dich verliebt? Das ist ein kleines bisschen. Ja? Ja, ich habe mich jetzt nicht völlig verknallt, aber schon ein bisschen. Das ist es. Also mein Hauptkonzept ist, dass ich die Sportler über die Liebe emotional an mich binde. Ja.
Es macht mega Spaß, die Leute sind cool. Techniken, Ausrüstung, alles perfekt und ich kann es nur weiterempfehlen. Sportfrei, Us! Was natürlich auch ganz tolle Spaß macht, ist, dass Erwin ja so möchte, also gern so werden möchte wie du. Das hat er mir ja schon mal gesagt. Und dass er stolz drauf ist, dass er schon den Gürtel hat und deswegen auch nicht aufhören möchte. Und wir wünschen dir viel Glück weiterhin und dass es weiterhin so lustig bleibt. Und ja, das war's. Auf die nächsten 2 Jahre. Mir macht das hier sehr Spaß. Ihr beide, du und Patrick, ihr seid lustig. Und ich würde auf jeden Fall gern mein ganzes Leben bleiben. Was war die größte Herausforderung für dich hier in der Sportschule? Also der schwierigste Kurs oder die größte Herausforderung ist eigentlich für mich gewesen das Kindertraining. Das erste Mal mit 6 Kindern zu tun, das läuft nicht alles. Kinder sind ganz anders wie Erwachsene, also die verstehen gewisse Dinge noch nicht und man muss das ganz anders vermitteln. Und es war echt schwierig und nach der Stunde saß ich so da und ich war fertig gewesen. Also wenn ich 3 Stunden Kurs gebe mit Erwachsenen, das zerrt schon irgendwo, aber die Stunde hat mich fertig gemacht. Und da habe ich mir gedacht, okay, du musst hier irgendwo eine Struktur reinkriegen und habe mich hingesetzt, mir eine Struktur aufgebaut, wie du das Training aufbaust. Und heute ist es so, reicht die Stunde nicht. Ja, die Kinder, die du von Anfang an hattest, die sind heute noch da und alle Kinder, die gekommen sind, haben sich an die Struktur rangelehnt. Aber es ist halt so, denke ich, so mit der Kurs, der so am herzlichsten ist. Savadee Krab, mein Name ist Daniel San, bin seit 1 Jahr und 3 Monaten in der Sportschule Badura. Mir macht es richtig viel Spaß hier zu trainieren, einmal zum Thai-Boxen, einmal zum Power-Zirkel. Hab seitdem viele nette Sportler kennengelernt. Tobi, mach weiter so, du bist der beste Kämpfer. Mir gefällt das Training einfach. Tschüss. Man merkt einfach bei jedem Training, dass Tobi und Patrick diesen Sport leben und lieben. Und dabei mit uns noch sehr viel Spaß haben. Das sind vor allen Dingen die Fitnesserfolge, die hier absolut zählen. Also innerhalb von 2,5 Monaten 13 Kilo verloren, 7 Kilo Muskelmasse aufgebaut. Und das habe ich alles den beiden Brüdern zu verdanken. Deswegen, ich hoffe, wir werden noch viele Jubiläen haben, auch in der Zukunft. Und freue mich schon drauf, jetzt gleich wieder reinzugehen. Mein lieber Tobi, 2 Jahre bist du jetzt schon Trainer der Sportschule Badura. Und du hast uns zu manchen Zeiten echt geärgert, mir einen halben Zeh gebrochen. Trotzdem, ich muss es leider zugeben, du bist einfach der beste Trainer der Welt. Alles Gute. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte für die Zuschauer? Okay, also ich möchte... Ich dachte, das ist so viel. Ja. Also an der Stelle sind wir auch schon durch mit dem Übrigen. Stopp, nochmal vorne jetzt. Weil ich hoffe, dass wir weiterhin... weitere Jahre miteinander so erfolgreich. Also, ich möchte mich erstmal bei all und die Kamera wieder rum. Danke. Ich möchte mich erstmal bedanken für diese 2 tollen Jahre, die wir gemeinsam geschwitzt haben. Und ich hoffe, dass wir weiterhin zusammen schwitzen. Die nächsten Jahre. Also ich möchte mich nochmal bei all meinen Sportlern bedanken. Ohne euch wäre das hier nicht möglich. Ich will das Ganze auch kurz halten. So dieses ganz lange Danke, bitte. Das liegt mir nicht so ganz. Das ist so.